Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Radetz und freut mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem kleinen Tutorial möchte ich dir einfach mal zeigen, wie du in Escape from Tarkov Kraftstoff findest. Und es ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss halt nur wissen, wo man suchen muss. Und ja, das möchte ich dir heute in diesem Video zeigen. Zuerst zeige ich mal, um was es hier geht. Und zwar haben wir nämlich zwei verschiedene Items. Wir haben einmal den blauen Kanister. Das ist ein Kunststoffkanister, der heißt hier Expeditionärer Kraftstofftank. In Englischen heißt es Tank Fuel, falls ihr auf Englisch spielt. So, dann haben wir hier einen Stahlkanister, der fast 100 Liter, 100 Liter? Quatsch. Auf jeden Fall, der hat 100 von 100, der hat 60 von 60 Kapazität. So, um diese zwei Dinger geht das hier. Ihr findet die natürlich auf jeder Map, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das Problem ist nur, dass die Kanister halt, ja, nicht überall regelmäßig spawnen, deswegen ist es halt schwierig, da was zu finden. Ich habe nämlich eine Möglichkeit gefunden, wie man eigentlich relativ sicher mindestens ein Kanister immer an der Stelle mitnehmen kann, aber das zeige ich euch gleich. So, wofür braucht man diese Kraftstoffkanister, wenn sie natürlich voll sind? Wenn du in deinem Unterschlupf bist, hast du ja die Möglichkeit, deinen Generator zu benutzen. Dieser hier, Generator. Da kannst du diese Kanister einsetzen. So. Kannst du halt, ja, gewisse Sachen herstellen mit. Ich demonstriere das einfach mal. Ich schalte den ein. So, zack. Dann bekommst du halt Licht. Und deine ganzen Werkbänke und alles, was du, craften kann, das funktioniert dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, könnte ich mir hier zum Beispiel diese AI2 herstellen. So, ich mache den Generator wieder aus. Und jetzt würde ich einfach sagen, gehen wir los und suchen uns Kraftstoff. Es ist, wie gesagt, ziemlich einfach. Und man kann natürlich auf jeder Map hier sicherlich Kraftstoff finden, aber es ist halt, ja, Zufall, dass man halt Kraftstoff finden kann. Aber es gibt eine Map, da ist es ziemlich sicher an der Stelle. Und zwar geht es um die um das Autobahnkreuz. So. Mein Deutsch war schon mal besser. In Englischen ist das die Interchange Map. Wir gehen jetzt einfach mal um 9 Uhr rein, 9 Uhr morgens, damit ich euch das zeigen kann. Natürlich alles im Offline-Modus. So, wir sind also gespawnt. Das ist halt dieser Emmercom Extraction Point. Ich zeige das mal eben, ob man das hier sieht. Natürlich nicht. Also normalerweise würde das hier anzeigen als Emmercom Extraction Point. Ist auch ein Spawnpunkt hier. Ich würde sagen, ich zeige das einfach von der Stelle. So, also wir folgen jetzt einfach mal hier dieser Straße. Ich werde das versuchen, so ausführlich wie möglich zu erklären. Falls ihr neu in dem Spiel seid, ist es halt dann nicht so einfach, sich zurechtzufinden in Tarkov. So, wir folgen einfach mal dieser Straße. Die ganzen LKWs vorbei. Diesem Zaun oder was es sein soll, diese Begrenzung hier. Einfach geradeaus. Immer geradeaus, bis wir irgendwann, ja, dieser Rampe hier gelangen. Laufen wir erstmal hier an dem Bus vorbei. Zack. Und an der Rampe könnt ihr dann hochlaufen.
So. Wenn ihr hier seid, müsst ihr einfach nur gucken, ja, hinter diesem orangen LKW, da befinden sich nämlich diese Palettenstapel. Wie man es auch sagt. So, da müsst ihr hoch. Diesen Anhänger. Wenn ihr drin seid, einfach geradeaus an diesem ersten Regal, was ihr seht. Regal ist auf der rechten Seite. Einfach vorbeilaufen. Dann kommen nämlich zwei Türen. Egal welche Tür ihr nehmt, ihr kommt an der gleichen Stelle raus. Da müsst ihr halt hier rechts rein. So. Geradeaus bis zum roten Stapler. Dann direkt links. Einfach hier der Öffnung entlang. So, wenn ihr jetzt hier an diesem großen Durchgang seid, dann müsst ihr vor euch der Olli-Laden sein, beziehungsweise dieses ja, Olli-Symbol. Da müsst ihr jetzt links, so. Und hier könnt ihr schon irgendwas spawnen. Also hier sind dann manchmal Kraftstofftanks, manchmal sind hier auch Elektromotoren oder sowas. Ihr müsst halt immer gucken. Einfach mal, ja, Augen offen lassen. Nicht irgendwas hier rumliegt in den Regalen. Normalerweise ist halt die Stelle, da spawnt meistens irgendwas. So, also, ihr lauft einfach hier geradeaus, guckt in die Regale. Zum Beispiel hier haben wir Schläuche, beziehungsweise Rohr. Hier könnte was spawnen. Das ist halt random. Also es kann wirklich immer unterschiedlich sein, was da spawnt. Hier könnte ein Tank spawnen. Hier auch. Zum Beispiel eine Lampe. So. Wenn ihr hier gewesen seid, einfach zum nächsten Regal rechts. Hier sind auch so Spawnstellen. Meistens spawnt hier irgendwas. Dann kann ich euch empfehlen, dieses Regal auf der rechten Seite anzugucken. Da haben wir nämlich schon unseren ersten, ja, Ister. So, da haben wir es. Tank Nummer 1. Also, hin, so, zack. Also wir sind von hier gekommen. Gehen rechts. Rechten Seite hier haben wir schon was gefunden. Dann gehe ich jetzt einfach mal zu diesem Olli-Schild, was ich ja vorhin schon gezeigt habe. Und hier könnte was spawnen. Hier haben wir jetzt eine Lampe. So, dann gehen wir jetzt einfach mal diesem grünen Regal entlang. Auf der rechten Seite habt ihr halt diese, ja, Kartonstapel oder was das sein soll. Einfach geradeaus. Bis ihr halt an den nächsten großen Regalen ankommt. Dann haben wir hier auch Spawnstellen von Kraftstofftanks. Da müsst ihr halt ein bisschen, ja, einfach gucken. Wie gesagt, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass man vielleicht mehrere Tanks gleichzeitig findet, aber ich habe schon gesehen, hier gibt es noch einen. Da ist noch einer. Das ist halt jetzt die blaue Variante. Keine. Bin gespannt, wie wir jetzt zusammenbekommen. So, dann gehen wir einfach hier mal weiter. Kurz dahinter gucken. Okay. Gehe ich jetzt mal wieder ein Stückchen zurück. So, wir sind ja von da gekommen. Also hier nochmal, das ist unser Olli-Schild hier. Da bin ich reingekommen. So. Da sind wir ja rechts um die Ecke gegangen. Jetzt gibt es nämlich noch eine Stelle. Gehen einfach hier der Wand entlang. Immer geradeaus.
Bis irgendwann, ja, Regale auftauchen. Auf der rechten Seite. Das sind halt diese Leichtbauregale. Und hier müsst ihr einfach mal, ja, die Augen aufhalten. Hier haben wir zum Beispiel einen Filter. Hier könnt ihr auch einen Kanister spawnen anstelle vom Filter. Dann gehen wir einfach weiter. Gucken. Immer an diesen Stellen, wo halt ja, Fläche ist, leere Fläche ist, da können Kanister spawnen. So, ich glaube, hier haben wir nichts mehr. Aber wie gesagt, es muss nichts heißen. Im nächsten Raid zum Beispiel, ja, sind die Slots halt anders vergeben. Wir haben zum Beispiel hier einen Spawnpunkt. Da ist jetzt ein Motor gespawnt. Aber das ist jetzt halt nicht das Thema. Ihr könnt nochmal hier die Regale abchecken. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Diesen Propangastank, den brauchen wir jetzt nicht. So, ich denke mal, wir sind hier an der Stelle, wo man halt Benzintanks finden kann, durch. Ich werde das jetzt aus verschiedenen ja, Richtungen zeigen, den Weg, damit ihr auch von verschiedenen Orten das finden könnt, weil was bringt euch das, wenn ihr, sag ich mal, irgendwo anders gespawnt seid und nicht wisst, wie ihr hier hinkommt oder so. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Ich würde sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, wir sind jetzt, sag ich mal, hier gespawnt. Da ist jetzt zur Orientierung unser Emmacom Extraction Point in die Richtung. Und wenn wir in diese Richtung laufen, dann kommen wir bei diesem Schienenexit raus. Wir wollen aber jetzt erstmal in dieses, ja, große Gebäude da, wo wir ja vorhin waren. Ich zeige dir jetzt einfach den Weg von hier aus, damit du halt mal verschiedene Möglichkeiten hast, wie du da hinkommst. Wir gehen jetzt einfach mal erstmal über diese ganze Autobahn. Schilds, würde ich jetzt sagen. Kann sich einfach orientieren. Du gehst jetzt von hier aus. Erste Ecke sozusagen. Oder in die Nähe von der Ecke. Gibt es nämlich nochmal so eine, ja, so eine Art Baustelle bzw. Lager für Container. Und da ist es schon die erste Spawnstelle für diese Kraftstofftanks. Wenn du hier nämlich reingehst, gibt es nämlich hier an diesem, ja, ziemlich außen, gibt es einen weißen LKW in der Nähe von diesem roten Traktor. Gibt es zwei Paletten, einmal mit so ja, Kartons. Was sind die Dinger hier? Ihr wisst, was ich meine. Und zwar kann hier nämlich ein, ja, Kraftstoffkanister spawnen. Kann ein Kunststoffkanister sein, kann aber auch ein Stahlkanister sein. So, wir gehen aber jetzt eigentlich zu der Hauptstelle, die ich euch zeigen will. Gehen wieder zu dieser Ecke. So, also an dieser Ecke müsst ihr einfach hier links entlang.
immer geradeaus, bis irgendwann dieser, ja, Eingang da auftaucht. Genau, und das ist halt dieser Olli-Eingang. Da wollen wir auch hin. Hier einfach gucken, wo kann man am besten durchkommen. Ja, einfach so. Dann gehen wir einfach die Treppen hoch. So, und dann einfach erstmal geradeaus durch. Die ganze Zeit geradeaus durch. Kann man sich das wahrscheinlich am einfachsten merken. So, und dann gehen wir, also im Prinzip vor der Tür, gehen wir rechts rein, kurz ab, dann einfach wieder geradeaus. Irgendwann müsste gleich dieser, ja, große Durchgang da sein, den wir ja vorhin schon gesehen haben. Hier sind wir ja vorhin durchgelaufen. Da ist unser roter Stapler. So, und im Prinzip kann man jetzt von hier wieder diesen Weg anfangen zu abzulaufen. Regale zu gucken, also auf der linken Seite. Dann gehen wir hier einfach geradeaus. Dann haben wir hier auf der linken Seite einen Motor. Da könnt ihr halt Kraftstoff spawnen. Hier ist ein Spawnpunkt. Hier ist ein Spawnpunkt. Hier ist ein Spawnpunkt. Es ist natürlich ein bisschen Glückssache. Hier ist auf jeden Fall ein Spawnpunkt. Gehen wir weiter. Rechts. Auf der rechten Seite. Da haben wir ja vorhin hier eine, ein Kanister gefunden. Gehe ich hier rüber zu dieser, ja, zu dieser grünen Anlage, zu diesem Portal. Hier könnte was spawnen. Gehen wir einfach hier an diesen, ja, was sind das, Paletten entlang. Und was haben wir da? Guck mal. Hier könnte was spawnen. Also es ist wirklich random, aber ihr könnt euch sicher sein, es wird auf jeden Fall mindestens ein Kanister hier auftauchen. So, dann gehen wir einfach hier nochmal geradeaus durch zu den nächsten Regalen. Ist kein Kanister. Am besten halt wirklich einmal rumlaufen. Und voilà, mal den nächsten. So, wenn wir hier durch sind, gehe ich jetzt nochmal wieder Rückwärtsgang. Da sind wir gekommen. Jetzt gehe ich hier links der Wand entlang wieder. Ab und zu einfach mal in die Regale gucken. Man weiß ja nie, vielleicht taucht hier noch was auf. Hier ist zum Beispiel ein Spot, da könnte was sein. Was haben wir hier? Da ist nichts. Wir gehen jetzt einfach hier Wand entlang. So, was haben wir hier? Wie gesagt, hier spawnt was. Hier könnte überall was spawnen. Dann noch Kraftstoff. Wir haben jetzt hier nur irgendwelche anderen Items, aber das war jetzt wieder mal ein Beispiel. Wir haben zwei Stahl
Tanks gefunden. Ich denke mal, das ist schon eine gute Ausbeute. Aber wenn man jetzt ein bisschen Glück hat oder so, dann kann man schon mal vielleicht 4 Kanister mitnehmen oder so. Mal eben, ob wir hier noch was finden können. Okay, also das war jetzt der eine Weg. Ja, im Prinzip war das das jetzt schon alles. Man könnte jetzt natürlich alle Spawnpunkte, also von allen Spawnpunkten hier hinlaufen, aber ich denke mal, das würde vielleicht zu weit führen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser kurzen Anleitung helfen, wie du ganz easy und ohne großen Aufwand an Kraftstoff bzw. Fuel Tanks in Escape from Tarkov gelangst. Natürlich wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg beim Suchen. Vielleicht kannst du mir sagen, wie viel Kanister du in einem Raid maximal gefunden hast. Das würde mich sehr interessieren. Du kannst mir gerne unten unter dieses Video in den Kommentaren berichten, ob es für dich geklappt hat. Vielleicht hat ja jemand von euch eine andere gute Lösung, wie man leicht an die Medizinkanister kommen kann. Wenn du einen guten Tipp für mich hast, kann ich ja sogar ein weiteres Infovideo davon machen, damit noch mehr Leute davon erfahren. Wäre auf jeden Fall super geil. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Videovorschläge kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, falls dir dieses Video gefallen hat und du weitere solche Anleitungen von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Ist sehr wichtig, damit du auch benachrichtigt wirst. Oder wenn du im Livestream vorbeischauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!